Es ist wieder Sonntag und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich zum allwöchentlichen Sammlungsupdate hier auf PlayZocker Reviews. Aber es ist heute ja nicht irgendein Sammlungsupdate. Wir haben sogar ein Jubiläum vor uns, denn heute zeige ich euch zum 30. Mal, was in der vergangenen Woche bei mir gelandet ist. 30 Sammlungsupdates. Das bedeutet, dass diese Rubrik, die ich persönlich irgendwie immer noch glaube, dass sie vor 2-3 Wochen angefangen hat, läuft seit 30 Wochen, seit über einem halben Jahr. Als ich das vorher mitbekommen habe, wie ich am Computer nachgeschaut habe, bei welcher Nummer wir gelandet sind, hat es mich echt geflasht. Arrow Cross-Reference an der Stelle. Aber ja, 30 Wochen gibt es die Sammlungsupdates schon und es ist vor allem schon wieder eine Woche vergangen, seit ich euch zum letzten Mal gezeigt habe, was bei mir gelandet ist. Auch da wird mir einfach wieder bewusst, wie schnell die Zeit einfach vergeht, ganz besonders, weil ich in der letzten Zeit wirklich wahnsinnig viel zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch mitbekommen hat, aber in den vergangenen 3 Wochen habe ich zusätzlich zu dem, was ich normal tue, auch noch die News auf DVD-Forum.at übernommen. Falls es jemand von euch gelesen und verfolgt hat, vielen, vielen Dank. Das ist jetzt wieder vorbei, das heißt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, mich um den Kanal zu kümmern. Ich weiß, in den letzten Wochen hat es nicht so optimal funktioniert, dass ich euch mit neuem Videomaterial versorge. Teilweise ist es sogar passiert, dass ich Videos hochgeladen habe und dann einfach nur vergessen habe, beziehungsweise nicht einmal die Zeit hatte, die Videos auf ein richtiges Datum zu setzen, damit ihr sie auch zur gewohnten Zeit serviert bekommt. Das tut mir echt leid, aber für kommende Woche sind definitiv wieder einige Quickies geplant, beziehungsweise in erster Linie eigentlich Blu-ray-Checks, aber ich kann noch nicht sagen, wann ich wirklich dazu komme, sie zu machen. Ihr wisst vielleicht noch vom Sammlungsupdate letzte Woche, dass die 2 letzten Matador Media Blu-rays bei mir gelandet sind. Die werden auf jeden Fall noch im Rahmen eines Blu-ray-Check vorgestellt. Und auch vergangene Woche sind wieder 2 Titel bei mir gelandet, die einen Blu-ray-Check spendiert bekommen. Der eine steht hier gleich auf der linken Seite, für mich persönlich einer der bezeichnenden Filme meiner Kindheit. Ein ganz wichtiger und absolut großartiger Film für mich, wahrscheinlich eine der lustigsten Komödien, die jemals gedreht wurde. Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks, gibt's endlich bei uns auf Blu-ray. Was der Release von Koch Media zu bieten hat, das schaue ich mir in den nächsten Tagen noch ausführlicher an und zeige euch dann im Rahmen eines Blu-ray-Check. Wie ihr seht, die Blu-ray ist hier gerade nicht drinnen, die ist in meinem Player, wird dort noch länger sein und ist dort auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgehoben. Außerdem für einen Blu-ray-Check gekommen, leider nicht im Steelbook, aber ich bin trotzdem sehr gespannt auf den Film Northman Viking Saga. Irgendwie ein Thema, das mich aktuell interessiert, auch durch die Fernsehserie Vikings und so weiter. Bin auch sehr gespannt, was mich bei dem Film erwartet. Dann, nachdem ich vorher schon erwähnt habe, die News von DVD-Forum.at, wer sie verfolgt hat, wird sich vielleicht noch erinnern können, dass anlässlich der deutschen DVD- und Blu-ray-Veröffentlichung der 2. Staffel von Arrow vergangene Woche die 1. Staffel Deal der Woche bei Amazon war. Und genau deswegen habe ich jetzt zugeschlagen. Ich warte bereits seit einiger Zeit, genauer gesagt seit Arrow und The Following erschienen sind im deutschsprachigen Raum auf Blu-ray, dass ich sie mir holen kann, dass sie zu einem günstigen Preis angeboten werden und ich fand, letzte Woche war es einfach der Fall, war es einfach an der Zeit, dass ich hier zuschlage und mir die Serie sichere, weil ich weiß zwar, dass aktuell quasi Kinofilme und Comicfilme im Kino von Marvel dominiert werden, aber während Marvel eben im Kino ganz besonders tolle Arbeit abliefert, ist es für DC, finde ich, im Fernsehen, sind es Fernsehserien, wo die wirklich großartige Arbeit abliefern. Ich habe von Arrow aber jetzt bis auf ein paar Clips und Ausschnitte in Trailern und Werbevideos und so weiter nicht wahnsinnig viel gesehen. Bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was mir die Serie bietet. Dann hat mir auch Zavi vergangene Woche wieder etwas vorbeigebracht. Ein weiterer wirklich cooler und wirklich lustiger Film ist exklusiv bei Zavi im Steelbook erschienen, nämlich Monty Python's The Meaning of Life, der Sinn des Lebens. Einerseits ein recht cooles Steelbook. Wer mich kennt, weiß, dass ich es natürlich noch cooler gefunden hätte, wenn es nicht hochglanzmäßig wäre. Aber das, man kann quasi nicht alles haben. Ich habe leider vergessen, mir vorher wieder den kleinen weißen Zettel zurechtzulegen, mit dem ich normal diese
Buttons entferne. Aber da finde ich, hat Universal international aktuell wirklich welche, die leicht zu entfernen sind, die keine Rückstände hinterlassen. Die finde ich echt angehend. Nein. Nein, oder? Ach. Wann war es eigentlich das letzte Mal, dass ich euch erzählt habe, dass ich von Xavi ein kaputtes Steelbook bekommen habe? Ich weiß nicht, wie gut man es hier am Video sieht. Ja, genau, jetzt sieht man es recht deutlich. Wie offensichtlich hier oben wieder mal auf dieses Steelbook etwas draufgefallen ist. An der Stelle vielen, vielen lieben Dank an die Post, die offensichtlich leider immer noch nicht imstande ist, ihre Arbeit richtig zu erledigen und Sachen, bestellte Waren in, würde ich jetzt einmal sagen, akzeptablem Zustand zu liefern. Kann ich wieder ein Mail schreiben an Xavi? Kann ich wieder warten, bis ich dann ein richtiges Exemplar habe? Es geht mir unglaublich auf den Wecker. Dafür muss ich aber zugeben, dass das Steelbook grundsätzlich wirklich cool aussieht. Sobald ich dann eines habe, das intakt ist, werde ich es dann auch quasi offiziell in die Sammlung aufnehmen können. Sieht aber wirklich, finde ich, sowohl vorne als auch hinten als auch innen echt genial aus. Ist ein wirklich cooler, gelungener Release zu einem eigentlich relativ coolen Monty Python Film. Auch wenn es, muss ich jetzt zugeben, für mich persönlich nicht einer der besten und wichtigsten Monty Pythons ist. Es ist einfach nicht das Leben des Brian. Aber trotzdem ein echt cooler Film. Damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende angekommen von dem wieder mal recht kurzen Sammlungsupdate diese Woche. 4 Titel sind bei mir gelandet, davon 2 Blu-ray-Checks. 4 habe ich jetzt also insgesamt noch offen. Und eine Ankündigung habe ich fürs Ende von diesem Video auch noch. Heute Abend startet quasi die Oscar-Verleihung, moderiert von Neil Patrick Harris. Auf das freue ich mich ganz, ganz besonders. Wer mit mir gemeinsam die Oscars schauen möchte, wer mit mir kommentieren will, lachen will, weinen will, würde ich jetzt sagen, wenn ich irgendeinen kitschigen Trailer einsprechen möchte. Aber ganz ehrlich, wer ein kleines bisschen Ablenkung, ein kleines bisschen Unterhaltung neben der Oscar-Verleihung gerne haben möchte, der schaut heute bitte vorbei auf meiner Facebook-Seite. Dort werde ich ein bisschen mitkommentieren, was bei den Oscars passiert, beziehungsweise was ich davon halte. Möglicherweise auch den ein oder anderen bösen Spruch zum Besten geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mitkommentiert. Wir sehen uns diesbezüglich also dann quasi direkt am Abend wieder. Ich werde auch Anfang nächster Woche dann so schnell wie möglich ein kleines After-Oscar-Video quasi posten mit meinem persönlichen Fazit zu den Gewinnern bzw. zur Gala, wobei ich natürlich jetzt schon sagen muss, ich werde so gut wie keinen Film wahrscheinlich kennen, der dort gewinnt, also über die Filme an sich und wer sich jetzt mehr verdient hat und so weiter, werde ich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel sagen können. Trotzdem möchte ich euch unbedingt ein Video zu den Oscars liefern und eben würde mich freuen, wenn jemand mit mir gemeinsam die Gala heute verfolgt und die Oscar-Verleihung schaut. Ich sage an der Stelle auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten beim Sammlungsupdate, auch diese Woche beim 30. Sammlungsupdate. Ich bin immer noch komplett fassungslos. Nächste Woche wird es wieder ein paar Quickies geben, die ich schon eingestellt und produziert habe. Ich hoffe, dass Mitte der Woche ich irgendwann einmal auch anfangen kann, die Blu-ray-Checks zu posten. Da möchte ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr allzu lange warten. Ich hoffe, dass ich bald Zeit habe. Sag euch eben, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns auf jeden Fall allerspätestens dann nächsten Sonntag wieder zum neuen Sammlungsupdate. Ciao!